sei gegrüßt, mein Sohn. Du hast mir gefehlt. Haben die Männer begonnen, das Lager zu errichten? Ja, Vater. Gut. Dies ist sehr fruchtbares Land. Ich denke, es wird unsere Heimat sein. Ja, Vater. Uns wird es an nichts mangeln. Komm, setz dich und hör zu. Ich hatte einen Traum von der Zukunft unseres Volkes. Er war glorreich. Ich sah, wie wir das Land und das Meer eroberten. Unser Königreich wuchs und wir entdeckten andere Völker und große Reichtümer in weit entfernten Ländern. Wir ehrten die Götter, indem wir unglaubliche Monumente errichteten, die bis an das Firmament der Himmel reichten. Dann sah ich eine riesige Stadt, gebaut aus Stein, in der ein Gebäude erstaunlicher war als das andere. Die Straßen wurden von Menschen bevölkert, so zahlreich wie der Sand am Meer. Ich sah aber auch Leid, fürchterliches Leid, hervorgerufen durch die Schrecken des Krieges. Doch wir waren stark und unser Volk ging als Sieger hervor. Mein Traum endete und meine Geschichte ebenso. Denn es zeigte sich, dass ich von deiner Zukunft träumte, nicht meiner. Das Schicksal unseres Volkes liegt jetzt in deinen Händen. Ich beneide dich, Junge. Mit deinen Entscheidungen schreibst du fortan die Geschichte. Jetzt geh, mein Sohn, mit meinem Segen und schreibe deine Zukunft. Test von Drangbaki. Ihr merkt schon, Civilization 5. Und ich muss sagen, das Intro, was wir jetzt gesehen haben, war ja fantastisch. Diese Grafik. Unglaublich, was für Möglichkeiten wir heute in der heutigen Zeit haben. Und ja, Steam hat das Game kostenlos zur Verfügung gestellt. Für die nächsten gut 15 Stunden kann man das gratis testen bei Steam. Und ja, wie soll ich sagen, normalerweise kostet das Game, glaube ich, so um die 23 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, ich hoffe, dass jetzt das Ganze weitergeht. Die Musik, die läuft noch, aber ja, das Bild bleibt hängen. Das passierte mir vorhin auch schon die ganze Zeit. Ich weiß nur nicht wieso. Was hat dieses Spiel gegen mich? Was? Erzähl mir's. Sag's mir. Was hast du gegen mich? Mein Taskmanager aufmachen. Sieht mal, das wird ausgeführt. Komische Sachen. Ja. Ah! Jetzt ging's weiter, mein Gott. Das hat lang geladen. Unglaublich. Gut, wir fangen schon mal an. Einzelspieler. Spielsetup.
Kartentyp Kontinent, Kartengröße klein, Schwierigkeitsgrad Häuptling Anfänger, Spieltempo. Ja. Zurück. Jetzt spielen! Alexander! Möge der Segen der Götter mit euch sein, o großer König Alexander. Ihr seid der Herrscher der mächtigen griechischen Nation. Euer Volk lebte jahrelang isoliert in Stadtstaaten, legendären Städten wie Athen, Sparta, Theben, wo es der Welt viele großartige Dinge bescherte, wie etwa Demokratie, Philosophie, Tragödie, Kunst und Architektur, die Grundsäulen der westlichen Zivilisation. Obwohl die Griechen nur wenige waren und sich oft gegenseitig bekriegten, konnten sie im 5. Jahrhundert vor Christus ihren wesentlich größeren Nachbarn Persien an Land und zu Wasser besiegen. Alexander, euer Volk ist bereit, in den Krieg zu ziehen, um die großartige griechische Kultur an Millionen weiterzugeben und euch ewig währenden Ruhm zu verschaffen. Seid ihr bereit, euer Schicksal anzunehmen, König Alexander? Werdet ihr euer Volk siegreich zur Größe verhelfen? Könnt ihr eine Zivilisation errichten, die die Zeit überdauern wird? Das Ganze ist noch sehr interessant, weil beim letzten Mal, ich habe es vorhin schon mal gespielt, weil ich vorhin schon mal ein Let's Play wollte machen, doch leider gab es Probleme bei der Aufnahme, drum mache ich es nochmal und ich finde es noch ganz interessant, dass wir jetzt einen anderen Player sind. Ja, wir sind Alexander, Hellenische Liga, Einfluss auf Staaten sinkt halb so schnell und steigt doppelt so schnell wie normalerweise. Ah, okay. Begleitkavallerie und Hoplit. Okay, Einheiten der Antike, die auf dem Kampf gegen berittene Einheiten spezialisiert ist. Okay, okay. Beginnen wir mal unsere Reise. Ja, das, so sieht's aus. Wir haben gerade die Siedler ausgewählt. Hier ist die Karte und Einheit benötigt Befehl, ja. Dieser Ort eignet sich gut, um eine Stadt zu gründen. Hier gibt es reichlich Nahrung und Ressourcen. Drückt den Button Stadt gründen eures Siedlers, um den Grundstein zu legen. Das ist so ein kleines Einführungstutorial. Und den Button, hier haben wir die Buttons, sprich die Befehle, die wir machen können. Stadt gründen. Und zwar genau da, wo du stehst. Danke für die Info. Schickt euren Krieger los, um neues Territorium zu erkunden. So, wählen wir noch unseren Krieger aus. Oh, Entschuldigung, ich bin müde. Ist auch schon ziemlich spät. Ja, wir wählen sie aus und führen sie hierhin. Und führen sie dahin. Na, Produkt wählen. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Im Produktauswahlmenü können wir sagen, was er erstellen soll. Ich entscheide mich für Bautrupp, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Jetzt, was wollen wir forschen? Ich bitte um Verzeihung. Der Tierschutz, Tierzucht. Ich bitte um Verzeihung. Hier unten haben wir Schafe und ja. So, Runde beenden. Jetzt sind die anderen dran. Dankeschön. So, bitte warten. Jetzt. Alte Ruinen bergen Geheimnisse, die unserer Zivilisation nützlich sein können. Ja, gut. So, wir haben wieder den Krieger angewählt, weil mehr können wir zurzeit nicht machen. Und klicken hier auf. Ne? Nächste Runde auf die Ruine. Das ist eine Ruine und das sind Füchse. Pelze, Voraussetzungen, vollen Stellen. Okay. Ruinen erforscht. Die Einheit rüstet sich mit fortschrittlichen Waffen aus, die in den Ruinen gefunden wurden. Oh. Ja, Ruinen sind immer solche Sachen. So, wir sollen ja weiterhin die Insel erkunden, bevor wir was machen können. So, nächste Runde.
Ja, zur Zeit am Anfang ist es immer so eine rundenbasierte Sache. Und da musst du warten, bis wirklich was geht. Am Anfang mühsam, Spielspaß gleich null. Aber mit der Zeit wird es dann schon ein bisschen lustiger und spannender. Und du wirst immer was rausfinden oder... Ja, wie soll ich sagen, nicht rausfinden, aber du möchtest immer schauen, was kommt jetzt als nächstes, was kann ich tun? Und ja, zurzeit müssen wir auf die Bauern warten. Wird von Athen in 11 Runden produziert. Hier sehen wir, wie lang das dauert noch. Und den wächst von Größe 1 auf Größe 2 in einer Runde. Da sehen wir, wie schnell sich Athen entwickelt. So. Oh, du sollst dem Ochsen, der da nicht rischt, nicht das Maul verbinden. Die Bibel, Deuteronomium 25,4, ermöglicht Bautrupps die Einrichtung von Weide bei Kühen und Schafen, zeigt außerdem Pferde, mit denen mächtig berittene Einheiten ausgebildet werden können. Okay. Okay. Forschung. Was wollen wir jetzt forschen? Fallen stellen. Denn wir haben hier Füchse und... So, wir gehen also zu den Schafen. Mal schauen, was da unten so ist. Das sind... Die Stadt Athen hat nun zwei Bürger. Neue Bürger bewirtschaften automatisches Land rund um das, um die Stadt und mehr Nahrung, Produkt oder Gold zu bekommen. Hier oben haben wir übrigens noch Anzeigen, die möchte ich euch noch erklären. 5 Wissenschaft, die im ganzen Reich für das derzeitige Forschungsprojekt produziert werden. Plus 5 aus Städten. Hier haben wir das Gold. Insgesamt kann 40 Gold ausgegeben werden. 5 Einnahmen gesamt, 5 aus der Produktion aller Städte. 0 Ausgaben gesamt. Mit Gold könnt ihr Landeinheiten, Gebäude und eure Städte kaufen oder Geschenke für Staatsarten erwerben, damit diese euch mehr mögen. Das sind unser Fortschritt bis zum nächsten goldenen Zeitalter. 9 zusätzliche Runden pro Runde aus überschüssigen Zufriedenheit. Das ist übrigens unsere Zufriedenheit. Die kann steigen oder fallen. Nächste Politik in 7 Runden und hier haben wir, wie viele Pferde das wir haben. Zirkus, Fallenstellen, Zirkus, Handelsposten bauen. Hier können wir einen Zirkus bauen und Handelsposten und so, glaube ich. Technologiebauen. Man kann auch hier irgendwie das Ganze auswählen dann. Ja, nächste Runde würde ich es mal sagen. Zurzeit macht es so viel Spaß, wie ein Karnickel zu jagen. Nein, Spaß. Es macht schon auf eine Art Spaß, zum rausfinden, wie was geht, was muss ich tun und so weiter. Kann natürlich auch sein, weil ich das Spiel ja absolut gar nicht kenne und auch nicht weiß, was ich machen kann. Also ich kenne Civilization nur von früher. Da habe ich es mal gespielt, wo es noch Civilization 1 hieß und glaube ich noch nicht von Sid Meier war. Das ist jetzt Civilization 5, also schon eine lange Geschichte. Und heran und raus kann man mit dem Mausrad. Und was habe ich hier? Baumwolle, Kalender. Ah ja, für Baumwolle braucht man Kalender. Gut, wir forschen noch diese Küste hier. Hier hat es Pferde und Vieh. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir das da unten haben, hier haben wir noch Fische. Die brauchen einen Befehl. Keine Ahnung. Schicken die euch mal hier hin.
nächste Runde und wir schauen mal in unserer Stadt. Noch 5 Runden, bis wir Bürger haben und dann können wir Zäune bauen und das Ganze, ich hoffe doch mal, so weit einnehmen, dass wir was machen können. Das Geld, das wächst auch immer zu. Politikeinführung. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Bietet ein kostenlose. Ach, da. Trading beschleunigt die Grenzerweiterung in Städten und bietet 3 Kultur in der Sternhauptstadt. Unabhängigkeit eignet sich am besten für Zivilisationen, die schnelles Wachstum anstreben. Ja, ich nehme jetzt mal Tradition. Das soll Politik vorwärts gehen. Kult pro Runde 4, nächste Politik in 6 Runden. Ja, auch hier haben wir immer so Tools, wo man, also so einen, wie ein Tutorial. So. Noch 3 Runden und wir haben unsere Bauern fertig. Stadtstaaten sind kleine Länder, die nicht um den Sieg kämpfen. Ihr könnt diplomatische Beziehungen zu ihnen aufbauen oder gegen sie in den Krieg ziehen. Oh ja. Wir haben Edinburgh kennengelernt. Wo auch immer das ist. Wo habe ich das kennengelernt? Ja, keine Ahnung, liebe Leute. Wie schon gesagt, mich reizt jetzt persönlich gerade das Game gar nicht, muss ich sagen. Also es ist mehr langweilig zurzeit. Aber ich denke mal, mit dem Fortschritt, den man gehen kann, wird sich das verbessern. Die Welt da draußen ist gefährlich. Wir sind leicht angreifbar. Wir haben zum Beispiel jetzt Bauarbeiter. Wir haben einen Bautrupp, aber es wurden noch keine Geländefelder modernisiert. Weist euren Bautrupp an, eine Modernisierung auf einem Geländefeld in der Nähe einer eurer Städte zu bauen, hier können wir einen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen. Die Stadt Athen ist bereit für ein neues Bauprojekt. Sehr gut. Wir gründen ein paar Späher aus. Danke. Unsere Hauptstadt hat eine Einheit ausgebildet. Ja, du bist ein bisschen. Oh. Skanagahak. Ine Ayawata Kehandese. Friede sei mit euch. Ich bin Haiwata, Oberhaupt der mächtigen Koreas. Handel, fordern, besprechen. Hau. Was schlagt ihr vor? Sollten wir einen Krieg erklären gegen Hawaii öffentlich denunzieren? Sollen wir eine Freundschaftserklärung unterzeichnen? Gründet keine neuen Städte in unserer Nähe. Ja, da. Bedauerlicherweise kennen wir einander noch nicht lange. Genug, als dass ich mich damit wohlfühlen würde, mein Gott. Vielleicht kommt es wie später darauf zurück. Sollen wir einen Krieg erklären gegen öffentlich? Gründet keine zurück. Gut. Auf Wiedersehen. Schauen. Hören. Wie auch immer. Das sind die Speer. Selbst wilde Bestien und Wandervögel geraten nicht zweimal in dieselbe Falle oder dasselbe Netz. Ermöglicht Bautrupps auf Wildelfenbein- und Pelzressourcenlager zu errichten. Ermöglicht Bautrupps außerdem Handelsposten zu errichten, welche den Goldbetrag von Geländefeldern steigert. Okay. Ja. Das sind Forschung schon wieder. Mein Gott, Keramik. Schauen wir mal. Nächste Runde.
Jetzt fängt es schon ein bisschen lustig an. Nee. Hier können wir übrigens Felder die hilfreich sein könnten. Kaufen. Geländefeld kaufen. Nehmen wir das mal. Und habe ich noch Geld? 55. Ja, so viel habe ich noch. So, gut. Zurück zur Karte. Danke. Politik einführen. Der Stadtbildschirm bietet eine ausführliche Übersicht über das Wachstum und die Produktion eurer Stadt. Legalitismus bietet ein kostenloses Kulturgebäude in euren ersten 4 Städten. Oligarchie stationiert Einheiten, kosten keine Unterhalt und Städte mit einer Garnison erhalten plus 100% Fern. Kampf. Ja, das klingt doch gut. So. Ja, diese Tipps, die sind ärgerlich. So, das wäre immer noch der Eindruck von Sid Meier's Civilization. Was habe ich jetzt noch? Nächste Runde. So, wo geht ihr hin? Und wo sind die Indianer da unten. Okay, verarbeitet Runde für nächste. So, Kuala Lumpur. Oh, ihr habt einen Stadtstaat Kuala Lumpur getroffen. Sie schenken euch 15 Gold für eine neue Perlen. Okay. Da drüben Kuala Lumpur. Ja, wo gehe ich jetzt hin? Wir gehen hier hin. Ja, wollte ich gerade sagen, dass zu weit weg ist. Kann ja nicht sein. Bautrup griechisch. Okay. Graslandschaft. Okay. Die bauen jetzt ein, wie soll ich sagen, ein Bauernhof, glaube ich. Keramik ist auch baldig. Städte können Belagerer bombardieren. Ja nu, von wo kommen die denn? Sagt denn der Ton zu dem Töpfer, was machst du mit mir? Die Bibel, Jesaja 45,9, ermöglichen Bau von Kornspeichern in Städten, die Nahrung liefern und damit das Bevölkerungswachstum eurer Stadt beschleunigen. Okay, dann soll die Stadt mal einen Fernangriff ausführen. Okay, einen haben wir getroffen. Eine eurer Kampfeinheiten. Eine meiner Kampfeinheiten, okay. So, Produktion wählen. Wir produzieren hier Kornspeicher. Kornspeicher. Das ist ein Kornspeicher, okay. Forschung wählen. Wir wählen Schrift, das Rad. Für den Handel ist es besser. So. Ich habe Informationen, die hilfreich sind. Die Speer, mein Gott. Haben einen verloren. Wir haben gewonnen. Oder auch nicht, 2 Leben noch. So. Könnt ihr? Nein, könnt ihr nicht. Nächste Runde also. So. Ich denke mal, wir kommen auch langsam zum Ende von unserem Let's Test. Die fortschrittlichen Völker der Welt. Ja. Da wir noch nicht angefangen wirklich haben zu spielen. Wir können hier natürlich bis zur Heilung verschanzen, denen sagen, dann heilen sie sich wieder. Und denen sagen wir Attacke. Und denen sagen wir auch Attacke. Na? Ach ne. So, mal schauen. 2 Leute sollten noch leben. Einer haben wir getroffen. Okay, nächste Runde. Was sind denn das für? Ach so, das sind die Bauern, ja. Die machen jetzt ein
Die Modernisierung Weide kann nicht außerhalb von verbundenen Gebieten errichtet werden. Dann müssen wir da mal... Hm, 120, 70 haben wir. Nee. Können wir noch nichts machen? So. Wir können hier hin. Und da Fell oder Fleisch borgen. Mit der Stadt greifen wir an. Da, einer getroffen. Jetzt ist er nur noch alleine. Und mit dem greifen wir halt immer noch an. Einen Riesensprung hat er jetzt gemacht. So, die heilen sich noch. Die waren, glaube ich, mal 6. Wenn es mich nicht ganz täuscht. Wir machen den Radius kleiner. Der eine, jawohl, einer hat er von uns gekillt. Aber wir konnten ihn schlagen. Ja, das war definitiv ein sehr guter Schlag. Wir schauen noch, wie das mit den Berufen geht. Oder mit den Ernten. Und danach ist wirklich Schluss mit dem Let's Play. Ich hoffe, diesmal hat auch alles gefunktioniert. Ein Speertrupp schicken wir hier hin. Einen Militärposten schicken wir dahin. Und die Bevölkerung weiß ja schon, was sie soll machen. So, bitte warten. Ja. Du gehst hier hin. Was habe ich da? Naturwunder gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Die Entdeckung des Naturwunders Old Fight Flu hat die Zufriedenheit im Reich erhöht. Ertrag den bewirtschafteten 2 Forschungspunkte und erhalten 3 Smileys, falls in eurem Gebiet. Ja, leider noch nicht. So, ihr baut hier ein Jagdlager errichten. Ihr geht, irgendwie weiß ich auch nicht, dahin. Und dahin. Ja, wir haben immer noch zu wenig Geld. Immer noch zu wenig Geld. Aber das ist nicht so schlimm. Nächste Runde. So, ihr da geht dahin. Hier haben wir noch einen Feind. Wie lange seid ihr hier noch dran? Es wurde ein Barbarenlager entdeckt. Es wird, ja okay, Politik einführen. Und zwar Legalisierung. Ja, ja. Ja, das war's schon gewesen. Ja, ihr seht schon, hier kann man Politik machen und schauen, was man sonst noch so machen kann. Die Tooltips, die hier angezeigt werden, könnt ihr ja dann selbst lesen. Das ist ja nur ein letzter Test. Aber ich muss ganz ehrlich sein, auch wenn es ab und zu mal reizt, dass man nicht aufhören kann zum Schauen, was kann man als nächstes machen, muss ich jetzt leider euch auch sagen, dass das jetzt das Ende ist von meinem Let's Test von Sid Meier's Civilization. Wenn ihr es jetzt antesten wollt, noch bis heute Nachmittag, Donnerstag, 12 Uhr, schätze ich mal, könnt ihr noch kostenlos Free-to-Play Sid Meier's Civilization ausprobieren. Und danach könnt ihr es dann für, glaube ich, 23 Euro kaufen.
wenn es euch so gefallen hat, ich werde es nicht kaufen oder ich würde es mir auf jeden Fall mal überlegen. Auf jeden Fall war das jetzt der letzte Test und ich verabschiede mich an der Stelle. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Trantbarkische Grüße zu euch.